Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars The Old Republic. Und wir müssen endlich nach Hoth. Ja, ich freue mich ja so auf diesen Schneeplaneten, weil das in den Filmen immer so ein nicer Planet war. Okay, dann sag mal, Barriss. Mein Lord, ich habe an der Raumstation über Hoth angedockt. Sehr gut. Nun, da Admiral Monk und der Kriegsbund besiegt sind, bleibt nur noch Jedi-Ritter Surrender übrig. Surrender hat sich wie kein anderer der Republik verschrieben und hat unserem Feind zu vielen gerissenen Siegen verholfen. Er ist nicht nur ein Symbol der Inspiration für die Republik, sondern auch schon sehr lange ein Dorn in meinem Auge. Also etwas Persönliches. Ist er ein legitimes Ziel für Plan Null oder ist das nur eine Racheaktion? Kann es denn nicht beides sein? Die Freude wird doppelt so groß sein, wenn er tot ist. Oh, jawohl. Geheimdienstberichten zufolge hat er seine eigenen Elite-Sonderkommandos mitgebracht, um eine geheime Superwaffe zu suchen. Ich kann keine Informationen zu dieser Waffe finden und weiß nur, dass sie sich im Wrack eines abgestürzten Raumschiffs aus dem Krieg befinden soll. Soll ich die Waffe besorgen? Vielleicht können wir das Spielzeug der Republik gegen sie einsetzen. Vielleicht. Wenn Surrender sie will, muss sie sehr stark sein. Das Ziel ist sein Tod. Wenn die Waffe dabei geborgen werden kann, umso besser. Oh mein ja, Kontakt auf der Oberfläche cool. Ist Commander Lanklin. Er hat Surrender verfolgt und sollte bereit sein, sich mit dir am imperialen Stützpunkt zu treffen. Der Commander schießt manchmal über das Ziel hinaus. Aber ich habe ihn gewarnt, dass bei dieser Mission nur Perfektion geduldet wird. Surrender ist dein letztes Ziel. Melde dich, wenn du weißt, welche Superwaffe er sucht. Enttäusche mich nicht, Schüler. Was machen wir denn nach Plan Zero? Hoth. Früher habe ich mich um einen Einsatz hier gedrückt. Mir gefriert schon alles, wenn ich nur im Orbit über diesem Eis. Hoth ist doch geil. Komm, Grin. Ja, ihr solltet mich besser auf dem Schiff lassen. Was? Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung zugezogen. Vergesst gut, diese Feiglinge, mein Sith Lord. Ein bisschen Schnee kann mich nicht aufhalten. Ich bin okay, er möchte. Der Soldat spricht mir aus der Seele. Ich möchte so viele Erfahrungen wie möglich mitnehmen. Okay, Jess und der Lieutenant möchten mitkommen. Aber die anderen nicht. Okay. Aber mit keinem kann ich reden. Schade. Kontaktiere Commander Lincoln. Achso, da müssen wir einfach nur runter. Wir sind ja schon gelandet. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie hier Hoth aussieht. Und das wird von der First Order geführt. So, immer mein Viechchen wieder rausholen. Okay, dann einmal hier den Fahrstuhl runter und wahrscheinlich bekommen wir jetzt hier wieder diese Weltmission, die ich auf jeden Fall nehmen werde und wir werden die auch abschließen. Das habe ich diesmal als Ziel. Und die wäre hier. Willkommen auf der Adamas Raumstation, mein Sith-Lord. Ich bin Fähnrich Rael. Ich nehme an, dieser Besuch erfolgt, da ihr auf die Oberfläche von Hoth reisen wollt? Aber klar doch. Das ist der Plan. Ich werde euch scannen, damit ich eure Kälteausrüstung anpassen kann und dann arrangiere ich eure Einweisung. Alter, wie nice. Wenn ich jetzt einfach so vor meinen Körper gehe scannen und dann wird die Kälte daran angepasst. Guten Tag. Okay, danke. So, dann soll ich jetzt hier mit den Industrieofficer Achtung, sprechen. Ein Sith-Lord ist anwesend. Rühren. Ja, schön Respekt zeigen. Nach außen hin geht es bei dem Konflikt auf Hoth um Bergungsgut von einem Kampf, der über den Planeten stattfand. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Falle für die Republik. Was für eine Falle? Also ist das Bergungsgut wertlos. Oder ist es nur schwer zu erlangen? Ein bisschen von beidem. Es gibt eine ziemlich starke Piratengruppe, die vieles von dem hat, was die Republik zurückerlangen möchte. Das Imperium plant nicht zu siegen, sondern den Kampf so kostspielig wie möglich für die Republik zu machen. Wir wollen, dass unsere Kräfte klein und mobil sind. Und während die Republik dem Sieg hinterherjagt, saugen wir sie in Bezug auf Leute und Ausrüstung aus. Ich kämpfe, wie es für mich richtig ist. Ich hoffe, bei diesem Plan ist dennoch Raum für Gemetzel. Ich verlasse mich da ganz auf eure Einschätzung, mein Sith-Lord. Ich werde sie töten, wie ich sie töte will. Vergebt bitte die Unterbrechung. Ich bringe euch eure Kälteausrüstung. Wir waren gerade fertig, Fähnrich.
Damit sollte eure Körpertemperatur stabil bleiben. Wenn ihr bereit seid, könnt ihr euch bei einem Piloten an der Fernrampe melden, um auf den Planeten gebracht zu werden. Vielen Dank. Dennis in der Dornbasis erwartet euch. Viel Glück da unten. Aber klar doch. Zurücktreten. Okay, kann ich da... Achso, die soll ich dann unten ausrüsten, oder was? Kann dann mal in dem Händler verkauft werden. Nee, die brauchen wir ja. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich runtergehen. Und dann können wir die ausrüsten. Oder müssen wir sie ausrüsten. Weil sonst werden wir wahrscheinlich erfroren. Gut. Dann im Ausrüsten. Ich habe zweimal das bekommen. Achso. Achso, hier vorne ist schon... Okay, den Pilot... Nimm eine Fähre zur Oberfläche und sprich mit dem Fahrerpilot. Der Planet wartet, mein Sith Lord. Commander Tretan wird euch willkommen heißen. Er kann warten. Ich stehe für keinen geringeren als einen Morph zur Verfügung. Vielleicht macht ihr heute eine Ausnahme, mein Sith Lord. Commander Tretan ist der Einzige auf der Liste, es sei denn, man zählt den Chiss mit. Ich bin Na sicher, gut, dass dann gehen wir doch. Kann. Ich muss jetzt die Fähre enteisen. Zurücktreten. Gut. Dann hier mein Vieh hier wiederholen. Okay, hier haben wir noch einen Auftrag. Ist das hier unten? Ah, ein Wissensobjekt. Oh, ich wollte es eigentlich aktivieren, okay. Wo sind denn die ganzen Sachen, wo ich verkaufen kann? Wahrscheinlich hier drinnen. Oder auch nicht. Naja, ich wollte euch eh nochmal was zeigen. Erstmal will ich alles hier Wichtiges verkaufen. Ja, den ganzen Schrott, den wir in den letzten Folgen alles geholt haben, wegschmeißen. Gut, ansonsten haben wir glaube ich nichts mehr. Doch, hier das hier. Ja, den Rest können wir behalten. Und zwar wollte ich nämlich beim Kartellmarkt eine Sache kaufen, und zwar hier, das ultimative Kartellpaket, weil das von vielen empfohlen wurde. Kaufen wir das nämlich jetzt. Da gibt es 3 zufällige Gegenstände aus der riesigen Auswahl von Kartellmarkt-Gegenständen, ein Gefährtengeschenk, Farbmodule und Unterweltbösen Rufgegenstand. Okay, ja, öffnen wir einfach mal. So, beanspruchen. Okay, und wo kann ich das jetzt öffnen? Ach, ich muss auf. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss nämlich auf Paketbetrachter. Genau, und da ist es. Oh, Lootbox. Okay. Was haben wir hier? Ein Haustier. Okay, ein Rampart Mark IV Modell. Alter, oh, eine Lichtschwertfarbe. Sieht irgendwie so... ach so, es ist irgendwie das Schwert von Mace Windu. Dann haben wir noch eine gesicherte Wertpapiere. Ach so. Schrott. Ja, geil. Was haben wir hier? Oh, eine Rüstung. Ui, ich wusste gar nicht, dass man hier auch Rüstung bekommt. Ach, kein Wunder, dass es so beliebt ist. Haben wir noch genug Geld? Nee. Naja, nicht mehr. Aber ist nicht so schlimm. Also wir haben jetzt eine Rüstung bekommen. Gut. Ich würde mal die Rüstung erstmal auspacken. Weil das sieht eigentlich voll interessant aus. Eidolon Rüstung, okay. Machen wir noch ein neues Outfit, oder? Ja. Gut. Oh, wo ist die Brust? Da. Jo, das sieht richtig cool aus irgendwie. Wenn ich jetzt noch die Farbe ändern könnte, dann wäre das auch nochmal nice. Das sieht ja wirklich geil aus. Okay. Jetzt habe ich jetzt hier verschiedene Outfits. Darth Vader, das hier, das hier, das hier und das hier. Okay, das sieht ja wirklich geil aus. Obwohl da eigentlich auch der Umhang fehlt. Ja, also richtig geiles Paket würde ich euch auch empfehlen, euch
zu holen, wenn ihr genug Kartellmünzen habt. Aber die kriegt ihr auch kostenlos, wenn ihr diesen Code, diesen Sicherheitscode euch holt. Da kriegt ihr es auch kostenlos. Richtig geil. Das könnte ich jetzt eigentlich auch Pierce geben. Warte mal. Pierce bekommt jetzt einmal auch die Rüstung. Willkommen auf der Crew. Oh, aber ohne den Helm. So sieht das besser aus. Hier voll. Ich suche Commander Lanklin. Mein Sith Lord. Ich bin Fenris Slynt. Commander Lanklin. Noch ein Fenris. Stellvertretender Kommandant. Ihr seid früher eingetroffen als erwartet. Der Commander ist im Einsatz und sucht den Jedi Surrender. Leider hat er sich noch nicht zurückgemeldet. Sein Spürsignal hat sich eine Weile... Dieser Na, er soll herkommen. Anscheinend war er unvorsichtig. Auf Hoth muss man nicht unvorsichtig sein, um zum Opfer zu werden. Dieser Planet ist voller Gefahren. Es gibt hier eine massive replikanische Präsenz und alle möglichen Arten von machthungrigen Fremdlingspiraten. Unsere Truppen sind weit verstreut. Es würde mehrere Tage dauern, ein Rettungsteam für Commander Lanklin aufzustellen. Gib mir die Koordinaten, ich kriege ihn schon raus. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Hier ist der Ort, der vom Spürsignal angegeben wird. Er befindet sich in feindlichem Gebiet. Es gibt ein Gerücht, dass sich in diesem Sektor eine stark verteidigte Piratenfestung befindet. Es wird nicht einfach sein, da reinzukommen. Na, aber ich krieg das schon hin. Je schwieriger, desto besser. Ich hoffe, ihr habt Erfolg, mein Sith Lord. Die Piraten mein Sith Lord. Sprich das mal richtig aus. Wenn Commander Lanklin in ihre Hände gefallen ist, ich wage gar nicht daran zu denken, was passiert sein könnte. Ja. Ui, haben wir richtig viel Bonus, Ruf. Das ist toll. Ich wollte eigentlich auch mal hier die Lautstärke lauter machen, weil irgendwie war das in den ganzen Videos so leise. Hier mal Umgebungslautstärke lauter und Effekte. Warum ein bisschen lauter? Ja. Okay. Dann müssen wir hier noch mit irgendjemand reden. Ach, jetzt werden die ganzen Sachen hier angezeigt. Guck mal, hier die ganzen Modifikationen und die Ausbildung. Da ist Sith-Krieger-Ausbildung. Kein Jedi wird gegen euch bestehen. Oh, Gleiter-Upgrade. Jawohl. Merkt euch, Frieden gibt es nicht. Das muss ich, glaube ich, nicht mehr irgendwo... Ja, das muss ich nicht mehr irgendwo kaufen oder bestätigen. Commander töten. Euer Rat läuft darauf hinaus, gar nichts zu tun, und das kann ich nicht. Sir, ich respektiere euren Mut. Doch wenn ihr euch der Sache persönlich annehmt, werdet ihr sterben. Und wer wird uns... Was macht denn Commander Thrawn hier? General Thrawn, meine ich natürlich. Mein Sith Lord, wir sind froh, dass ihr eingetroffen seid. Darf ich euch Commander Tritan vorstellen und mich selbst einen bescheidenen Captain mit Namen Yudras? Lieutenant Halpern hat uns bereits informiert, dass ihr kommen würdet. Und wir brauchen euch nötiger denn je. Colonel Venice, der Kommandant dieses Stützpunkts, wird vermisst. Wir befürchten, dass er tot sein könnte. Genau wie die erfahrensten Männer dieser Basis. Erklärt mir das Problem. Wie ist die Lage? Der Colonel ging Hinweisen auf eine mögliche Spionagesonde in der Nähe des Eissees nach. Er stand dabei unter starkem Schutz. Wir haben einen Notruf erhalten. Es war offensichtlich, dass er auf Ärger gestoßen ist. Scout 1 an Dornbasis! Schwere oh. Verluste! Haben schwere Verluste! Wir werden angegriffen! Wir können nichts sehen! Ziemlich auswegslos. Das gefällt mir nicht. Das habe ich auch versucht, dem Commander klarzumachen. Wir haben bereits 2 Rettungsteams verloren. Aber wir können uns auch nicht einfach in der Basis verstecken, wenn es unsere Mission ist, die Republik zu schwächen. Und unsere Männer schaffen es nicht allein. Commander, dieser Besuch ist ein Geschenk des Schicksals für uns. Ich bin immer bereit. Ob 10 Feinde oder 10.000, ich schalte alle aus. Ja, mit meiner krassen Rüstung. Ich sehe so nice aus jetzt. Tot oder lebendig. Danach könnt ihr so viel Unheil anrichten, wie es euch gefällt. Die positivste Erklärung wäre, dass Colonel Venice Kommunikation von der Republik abgehört wird und er sich deswegen jetzt ruhig verhält. Aber wenn ich da draußen in der Kälte wäre, hätte ich einen Notruf gesandt. Wenn ihr den Colonel findet, steht jeder in dieser Basis in eurer Schuld. Natürlich. Oh, Stufe 43. Jawohl. Oh, neue Fähigkeiten. Geil. Bin schon wieder 2 Level über dem eigentlichen Level, was nötig ist.
Oh, Mann, kann der Fahrstuhl bitte wieder runterkommen? Oh Gott. Ja, Piers, was machen wir jetzt? Ich könnte eigentlich einen Gefährten die Rüstung von Piers geben. Ja. So, jemand Tierchen wieder rausholen? Gut, dann sehe ich meinen ersten Blick in Hoff. Hui. Alter, ist das blau. Ist ja richtig blau. Aber auch so schön. Voll geil, erstmal ein Thumbnail machen. Oh, Maus ist im Weg. Und das Tierchen. Warte mal. Wie? Mich mein Tierchen wieder aus dem Weg räumen. Gut. Machen wir hier anders ein Thumbnail. So hier. Jawohl, perfekt. Gut, dann wo müssen wir lang? Ziemlich weit weg. Dann sehen wir uns dort. Okay, hier ist dieser Eisbunker, wo wir reingehen sollen. Finde Colonel Vaines. Bitte lass mich in Ruhe. Verdammt. Ja. Sie lassen mich nicht in Ruhe. Das wird schon wieder. Oh, ich kann jetzt so einen Push machen, sodass ich ihn wegstoßen kann. Das ist cool. Fühle ich mich jetzt noch siffiger. Versteht ihr? Nein, ich fühle mich noch mächtiger, das wollte ich sagen. Boah. Gut. Das sind jetzt die Tals. Das sind nämlich hier die Einheimischen. Ich weiß nicht, ob man die in dem Film auch gesehen haben. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe die Tals auch nie gesehen. Das ist jetzt mein erstes Mal, wo ich die sehe. Und die sind halt echt hässlich. Komisch, dass sie Waffen haben. Und dass sie überhaupt hier eine Kolonie haben. Die müssen ja sehr intelligent sein. Ach übrigens, ich kann mein Schwert hier umfärben. Aber muss ja eh eine Werkbank finden. Können wir ja später dann mal machen. Muss ich dann wahrscheinlich eh zu... Dortmund oder wie das heißt. Ich hab den Ort auch wieder vergessen. Zu Drummond Castle. Ich glaube, ich habe gerade Dortmund gesagt. Ah, Mann. Ist auch echt peinlich. Gut. Jetzt hier wird er sich durchschnitzeln. Was ist das hier? Ist das so ein Wärmeofen? Alter, ich werde hier gebrutzelt, als wäre ich hier so ein Steak. Nein. Und ich habe schon wieder gemacht. Wieso kann ich denn nicht einfach die fucking Fähigkeiten nutzen? Wieso passiert das immer wieder? Was war das für eine Fähigkeit? Das wird schon wieder. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie die aussehen. Ich muss sie gerade finden. Alter. Da. Zerschlagen. Gut. Immer die Tasten drücken. So, was ist das? Mann, was ist das? So, einfach nur was für den Gefährten. Irgendwas kann ich damit schon anfangen. Na klar, du kannst sehr viel damit anfangen. Erstmal auf dem Fahrstuhl warten. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal machen. Gut, einen Cut später sind wir endlich unten. Und noch mehr Tals warten hier auf uns. Aber die sind eigentlich sehr einfach zu kriegen. Also warum nicht? Lecker Fleisch auf dem Teller, das ist immer sehr empfehlenswert. Gut, und da ist noch eine Wache. Jetzt hau ab. Gut, wo müssen wir lang? Ah, da in diese Ecke. Und da ist der Kran, ne? Na, hoffen wir mal, ist der noch nicht
verreckt, sondern lebt noch. Das wäre nämlich sehr kritisch, wenn der jetzt tot wäre. Alles in Ordnung? Okay, König, komme. Oh, ein anderer Spieler. Lord Arid. Arid. Moin, kannst du mir helfen, hier den Colonel zu finden? Ah, hier ist er. Oh nein, Colonel. Er ist tot. Ja, wow. Nice. Den ganzen Weg umsonst gelaufen. Nur um zu sehen, dass er hier tot rumliegt. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Mann. Der arme Colonel, der hat doch nichts gemacht. Der ist halt aus Versehen hier reingelaufen. Also, passiert halt mal. Obwohl der ziemlich schwach ist, wenn er sich nie mal gegen diese Kreaturen kämpfen kann. Dort müssen wir hin. Sorry, er ist tot. Er ist tot. Ermordet von republikanischen Tals. Das ist leider schade. Das würde Sinn machen. Immun gegen die Kälte, mit der Republik verbündet. Ich habe noch nie einen von ihnen getötet. Ihr Commander? Ich schon sehr viele. Was? Doch, natürlich. Die Basis erwartet eure Befehle, Commander. Die Stimmung im Frontaußenposten ist extrem schlecht. Ich muss deutlich machen, dass wir auch ohne Colonel Venice siegen können. Jetzt ist die Zeit für Vergeltung. Diese Tiere werden damit nicht davonkommen. Ich will, dass 10 Kämpfer der Republik für jeden einzelnen unserer Toten leiden müssen. Ich will, dass jeder einzelne Teil. Wir können jetzt keinen Krieg mit irgendwelchen Tieren machen. In der Kälte stecken. Ja, aber ist trotzdem kein Problem. Ich werde sie finden und sie werden sterben. Wenn wir Glück haben, wird es so einfach. Aber wir sollten nicht von idealen Umständen ausgehen. Eine verdeckte Aktion wäre ratsam. Sonst vernichten wir eine Gruppe und bringen den Rest nur dazu, sich zu verstecken. Ich habe Datenfelder, die wir in ihren Kommunikator-Links installieren könnten. Dann könnten wir sie orten und so ihre Anzahl bestimmen, bevor wir zuschlagen. Wir holen uns ihre Köder. Töten ist zuverlässig. Ach, ich habe Köder verstanden, aber das klingt wie eine Lektion, die in einem Leben gelernt wurde, das wesentlich interessanter ist als meins. Commander, bitte melden. Commander. Ich höre, Scout 5. Wir haben ein Talslager auf dem Eissee gefunden. Es sind zu viele für einen Angriff. Übertrage jetzt die Koordinaten. Genau zur richtigen Zeit. Ich kann das dorthin gehen. Das Abschlachten von ein paar Dutzend sollte Angst bei der kleinen Verräterbande säen. Meldet euch beim Frontaußenposten, wenn ihr fertig seid. Er ist näher am See gelegen und die Männer sehen dann euren Erfolg mit eigenen Augen. Natürlich. Okay, aber das würde ich alles in den nächsten Part machen. Das war schon mal hier in aus Hoff. Hier von Star Wars The Old Republic. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.